Marcel, Moritz, Glückwunsch zum zweiten Sieg. Hartes Spiel heute. Wie fällt das Gesamtresümee aus? Ja, stimmt, war ein hartes Spiel. Was zu erwarten war hier in Ingolstadt. Wir wussten, dass sie sehr heimstark sind und er hat noch viele Chancen gegen uns und in den Phasen, wo wir Danny gebraucht haben, hat er uns im Spiel gehalten und hier und da hatten wir ein bisschen Glück. Nichtsdestotrotz war es, denke ich, eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns und auch ein verdienter Sieg. Wie wichtig war das, schnell die Tore zu oder das Tor von Derek Hahn zu beantworten? Also, dass es nicht so lange gedauert hat, dass er nicht so lange zurückgelegen hat. Ja, wir haben natürlich nicht mit dem Gegentreffer gerechnet so früh und von daher war es sehr wichtig, dass wir dann so schnell das ausgleichen konnten und dann auch noch das 2-1 geschossen haben. Von daher, ich fand, das war sehr wichtig. Ja. Marcel, das ist der zweite Game-Winner gewesen in den Playoffs. Wird das jetzt Gewohnheit, auch in der Formation? Riefers, Tjan Kustu? Tja, das weiß ich nicht. Ist immer schön, wenn man Game-Winner macht, aber im Endeffekt ist am Ende das Ergebnis wichtig und wer dann das Tor gemacht hat, ist egal. Es war ein sehr hartes Spiel. Es war deutlich giftiger als das erste Spiel. War das erste noch so die Abtastphase? Heute ging es schon deutlich mehr zur Sache. Die Schiedsrichter hatten deutlich mehr Redebedarf an vielen Stellen. War das nötig, die Emotionen ein bisschen runterzuhalten bei allen? Ja, wir wussten, dass die Ingolstädter Mannschaft hier sehr hart spielt, noch härter als auswärts. Und wollten heute, denke ich, auch nochmal ein Zeichen setzen, als sie zurücklagen und haben dann hier und da noch ein bisschen härter gespielt. Ja, die Schiedsrichter haben, denke ich, heute eigentlich relativ viel laufen lassen. Das eine oder andere hätte man in meinen Augen noch mehr pfeifen können. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, war alles noch im Rahmen und hoffe, dass auch so bleibt. Gerade im Schlussdrittel haben die Ingolstädter nochmal wirklich alles nach vorne geworfen, haben wirklich auf den Ausgleich gedrängt, sind auch zu vielen Torschüssen und aus guten Positionen gekommen. Wie wichtig war Danny aus den Böcken in dieser Partie? Ja, Danny spielt überragend die ganze Zeit schon, die ganzen Serien und auch heute wieder. Da haben wir Glück, dass er da ist und die Verteidiger genauso, alle arbeiten da hinten mit. Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Glück, die waren viele Chancen gehabt, aber wir arbeiten alle hart und vor allen Dingen wollen wir Danny auch unterstützen. Wie geht jetzt mit der 2-0-Führung in dieses Back-to-Back, in diese Back-to-Back-Situation am Montag und am Dienstag? Wie viel Sicherheit gibt einem das, dass man weiß, der Gegner hat nicht mehr viel Zeit, noch auf irgendwas taktisch groß zu reagieren zwischen den nächsten beiden Spielen? Ja gut, wir auch nicht. Ne? Die Situation ist ja für beide gleich. Ich denke, das Spiel am Montag hat weder an Bedeutung dazugewonnen noch verloren. Hätten wir heute hier verloren, wäre das Spiel am Montag gleich wichtig geworden für uns. Deswegen, wir haben gesagt, wir wollen unsere Heimspiele gewinnen und mussten ja auch mal auswärts gewinnen. Deswegen hat sich für uns eigentlich nichts geändert. Wir wollen Montag gewinnen und dabei bleibt es. Die Reiselogistik ist natürlich schon irgendwie ein bisschen komplexer jetzt hier, weil die Distanz so weit ist, wie sie weit ist. Ihr seid hergeflogen. Was passiert überhaupt noch in der Zeit nach dem Montagabendspiel, bis man Dienstag hier, nicht Montagabend, nach dem Montagnachmittagsspiel, bis man Dienstag hier wieder antreten muss? Vernünftig essen und ausruhen. Da bleibt nicht viel Zeit. Wie gesagt, wir spielen Montag und Dienstag. Mal gucken, dass wir fit bleiben und uns gut erholen über die Nacht und uns bestmöglich darauf vorbereiten. Es geht nach wie vor von Spiel zu Spiel. Also ihr guckt noch nicht auf die beiden Spiele, sondern es geht erstmal jetzt um Spiel 3 für kommenden Montag? Ja, auf jeden Fall. Das sollte auch jeder bitte machen, der jetzt an die Spiele denkt. Jeder, der das Spiel heute gesehen hat, weiß, wie hart umkämpft das war. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können, wenn Danny hier und da nicht so überragend gehalten hätte. Deswegen erwarten wir den gleichen heißen Tanz am Montag. Und noch ist noch gar nichts erreicht. Andreas, congrats. Second win in the book. How big was this one today? Yeah, we have to win a game in their barn here, so it was really important. And the whole team played really good. Danny made some really good saves, so yeah, it was a big win for us. Did you have in the back of your heads that they hadn't lost a game at home during the playoffs so far? Actually, Uwe told us before. I didn't know it, but coach told us that they haven't lost one game in their home barn. So of course that motivated us a little bit. So it was nice to have a win then. How much more gritty was this game compared to game one? It's the finals, you know. We have to keep the intensity there and show them that we really want to win and just not taking it easy. So yeah, it's playoffs. I like it. The penalty kill worked at 100% again. How proud is everybody of that? Yeah, everybody is proud. When you go in there and play with a penalty kill, you don't want to let in any goals. And all four guys and plus Danny worked really good there, so it was really important. Plus that they had puck in the power play. They played the puck. We couldn't reach them, but when they took the shot, we were in the right place and took the rebounds. And yeah, that was important. In the third period, Ingolstadt was really pressing hard to get the equalizer. How tough was it to defend them, and how much credit do you give to Danny in that period? No, like I said, the whole team. Danny made some good saves there with the one there with the head. Convoy came in there. It was really important, and
yeah, we, you know, they, we knew that they were trying to equalize 2-2 there. So of course it's a tough, but we managed to keep them on the outside as much as possible. And if we didn't do it, then it was in the way. So with the 2-0 lead in the series, you're going into those back-to-back games on Monday and Tuesday. Is it a little bit of an advantage to have, well, to have the lead in general, of course, but to go, especially going into those back-to-back games where there's no time to breathe in between? I don't know. It's so tough. Like I've been in a situation where we were down 2-0 in the finals, and we managed actually in the third game to win in the OT and win the whole series. So for me personal, I know that this game, you know, I know that they're pissed off in the locker room. I know they're going to come home to our barn to really try to win. So we have to have, you know, the patience and be humble and be ready for the game.